Zeichen. Das sind drei Detektive, die übernehmen jeden Fall. Justus, Peter, Bob, das sind die Detektive. Ein starkes Team für jeden Fall. Mann, ist mir heiß. Dann spring doch in den Brunnen, Bob. Das mache ich auch gleich. Oder ich gehe zu Porter und setze mich in die Eistruhe. Haha, ich bin dabei. Was ist mit dir, Just? Mir ist langweilig. Irgendwie ist nichts los in Rocky Beach. Just ist erst zufrieden, wenn die Bank ausgeraubt wird. Oder Meteoriten vom Himmel fallen. Ha, ha, ha. Sei doch froh, dass wir nichts zu tun haben. Mir würde ja schon ein einfacher Taschendiebstahl reichen. Wir brauchen dringend einen neuen Auftrag für unser Detektivbüro. Ich kann darauf verzichten. Und im Moment sieht es hier nicht nach einem spannenden Fall aus. Was war das? Da muss ein Haus in die Luft geflogen sein. Was? Oder ein Flugzeugabsturz. Wahnsinn. Seht ihr die Rauchwolke? Wo? Na da, über den Dächern. Jetzt sehe ich's auch. In der Richtung liegt die Tankstelle von Mr. Buffer. Los, lasst uns schnell gucken, was da passiert ist. Okay. Als hätte Just sich den Knall persönlich bestellt. Red keinen Quatsch! Kommt jetzt lieber mit! Vorbei mit der Ruhe. Ja, es ist unglaublich. Da hat jemand eine Bäckertüte platzen lassen und die drei Fragezeichen sind sofort in Aufruhr. Und mit dieser hochspannenden Einleitung, herzlich willkommen bei unserem nächsten Detektivprojekt. Wir spielen die drei Fragezeichen Bomben in Rocky Beach. Ja, ich habe mich dazu entschieden, jetzt doch im Wechsel zu machen. Also jetzt ein drei Fragezeichen Spiel und dann geht's weiter mit TKKG wieder. So haben wir einfach noch ein bisschen länger was von den vier nervigen Kindern da, die uns so ans Herz gewachsen sind. Ja, das kennen wir. Wir geben unseren Namen ein. Das spiele ich auch wieder total blind. Was mache ich denn da? Fridge of Games. Das passte doch, oder? Ja, das spiele ich auch wieder total blind. Ich habe es erst letztens bestellt. Und ja, ich bin mal gespannt, ob sie es wieder schaffen, uns zum Nervenzusammenbruch zu treiben. Ja, ich würde einfach sagen, los geht's. Also hier okay. Und los geht's. Ja, und hier haben wir wieder die gleichen Screens. Hier der Laden. Der Hund ist neu. Der Porterladen, hier können wir wieder Passportfotos machen. Der Fernseher ist wahrscheinlich wieder kaputt, ja. Ach nee, nicht schon wieder. Also mit den bloßen Händen ist der Deckel nicht zu öffnen. Am besten wäre so eine richtig dicke Eisenstange. Damit können wir das Ding hochhebeln. Alter, was sind das denn für Kanalarbeiter, ey? Oh, nö. Hier ist wieder der alte Hitchcock. Naja, gehen wir mal zur Gasstation. Ja, nichts weiter passiert hier. Der Schnuller liegt immer noch da, der Telefonhörer. Also ich glaube, es ist 5 Minuten, nachdem wir diese Zaubertante da gefasst haben. Und schon geht's hier weiter. Na du? Hallo, Mr. Buffer. Was ist hier los? Hallo, Just. Es war unglaublich. Erst gab es einen lauten Knall, dann sprang die Motorhaube von dem Wagen hier hoch. Und den Rest seht ihr selbst. Ist jemandem was passiert? Glücklicherweise nicht.
Der Wagen gehört einer Kundin. Ich hatte ihn zur Reparatur bei mir in der Garage. Sie holte ihn ab, fuhr los und peng! Ihr Mann hat sie eben mit meinem Auto zum Arzt gefahren. Sah aus, als hätte sie einen kleinen Schock. Und wie kann so ein Motor in die Luft gehen? Keine Ahnung. Man spricht zwar vom Explosionsmotor, aber so soll es eigentlich nicht sein. Vielleicht war irgendeine Leitung undicht. Unsinn. Ich habe den Wagen von vorn bis hinten durchgecheckt. Sowas wäre mir sofort aufgefallen. Sehr merkwürdig. Ich habe schon die Polizei verständigt. Inspektor Cotta wird wohl gleich hier sein und mir einige Fragen stellen. Der wäre nach dem Knall wahrscheinlich auch von alleine gekommen. Die ganze Sache klingt nicht uninteressant, Mr. Buffer. Ich gebe Ihnen mal unsere Karte. Vielleicht kann ich eure Hilfe in der nächsten Zeit tatsächlich gebrauchen. Unsere Telefonnummer steht drauf. Rufen Sie uns jederzeit an, ja? Ja, toll, toll, toll. Hier können wir wahrscheinlich auch wieder runter. Hier können wir wahrscheinlich wieder zur Wand. Es ist alles sehr gleich, sag ich mal noch. Wir haben wieder $5 in unserem Rieseninventar. Ja. Ja, wir gehen hier einfach noch ein bisschen. Ui, wir haben einen neuen Screen, das gibt's ja nicht. Ja, gehen wir gleich mal hin. Gucken uns erstmal ein bisschen hier um. Das kennen wir ja alles hier. Alles gleich. Ja. Eis, kalte Cola, lecker, lecker, Vanille, Schokolade, Zitrone, Eis, kalt und lecker. Ja, kalt und lecker, hallo, hallo, hallo. Hallo, lieber Eismann, den wir nicht anklicken können. Ja, der steht da einfach wirklich nur so rum, mit dem können wir überhaupt nichts machen. Eis, kalt und lecker. Ach, genau danach ist mir jetzt. Hier, ich will ein Eis. Ich auch. Und ich erst recht. Alter. Pronto. Sehr wohl. Das macht dann $2. Molto grazie. Adios. Lecker. Uah. Das tut gut. Ah. Das sieht aus wie die Unterschenkel von irgendeiner, von so einer fetten Frau. KTLA Channel 5 News. Soeben erreicht uns eine Eilmeldung. Die mysteriöse Explosionsserie setzt sich fort. Vor wenigen Minuten ist in der näheren Umgebung von Rocky Beach ein weiterer Automotor detoniert. Menschen kamen nicht zu Schaden. Die ansässige Polizei spricht von einem Rätsel und tappt nach wie vor im Dunkeln. Alle News zuerst gehört bei KTLA Channel 5. Keiner informiert schneller. Nee, das gibt's doch nicht. Ja, ist klar. Eis, kalte Cola, lecker, lecker, Vanille, Schokolade. Halt's Maul. So. Oh, guck mal. Können wir uns wieder... Was meint ihr? Wollen wir unsere Kasse mal wieder aufbessern? Viel ist da nicht drin. Glaub ich auch. Die könnte ein paar frische Dollar vertragen. Na dann, mal ran an die Maschine. Gibt es von deinem Onkel immer noch das gleiche fürs Schrottsortieren? Leider ja. 5 Teile, $1. Ist doch besser als nichts. Los geht's. Können wir hier wieder... So, diesmal finde ich das Teil aber.
So. Ja, das holen wir uns später. Ja. Gehen wir mal wieder hier rein. Und es sieht immer noch genauso aus, ich meine. Ja, hier auch, alles gleich. Was ist das denn? Eine Lupe, ein Spachtel, ein Pinsel. Wir brauchen alles nicht. Weg, weg. Nee, wir müssen ja erst das Inventar zumachen. ja. So. Was ist das? Ich nehme es einfach mal mit. Kann ja nie schaden. Das treibt mich jetzt schon im Wahnsinn. Ui, eine Nachricht. Hier ist Titus. Justus, ich habe heute Morgen einen kompletten Zahnarztstuhl gekauft. Der ist zwar uralt, aber dafür war er fast geschenkt. Kannst du mir morgen helfen, das Ding abzuholen? Wenn Peter und Bob auch Zeit haben, kannst du sie ja mitbringen. Der Stuhl ist verdammt schwer. Gibt auch ein paar Dollar zu verdienen. Hallo? Spreche ich mit den drei Fragezeichen? Ja, ja. Hier ist Eddie Buffer, der Tankwart. Ihr habt mir eure Visitenkarte gegeben. Vorhin, vor dem explodierten Wagen. Nee, das weiß ich nicht mehr. Ich brauche dringend eure Hilfe, denn ob ihr es glaubt oder nicht, mich hat die Polizei mitgenommen und eingesperrt. Ja, ich sitze hier tatsächlich im Knast. Inspektor Cotta wird euch bestimmt sagen, warum. Ich verstehe das alles nicht. Ich weiß nicht, an wen ich mich sonst wenden kann. Ihr müsst mir irgendwie helfen. Ich hoffe, ich kann mich auf euch verlassen. Ja, gehen wir natürlich sofort. Gar keine Frage. Können Sie die? Jetzt vielleicht? Was? Ach nein. Oh! Was war das denn? Oh Gott. Naja, jetzt wissen wir jedenfalls, was wir zu tun haben. Wir gehen jetzt erstmal zum Strand und kaufen uns noch ein Eis. Nee, aber der Typ kann eigentlich warten. Gucken wir erstmal, was die anderen beiden Typen hier machen. Wahrscheinlich wieder auch genau die gleiche Audiospur. Sie ist wieder am Essen kochen oder sowas. Hallo Just, Peter und Bob. Könnt ihr später nochmal wiederkommen? Ich habe im Moment absolut keine Zeit. Naja, so ähnlich jedenfalls. Und hier wahrscheinlich auch wieder der gleiche Gag. Hallo? Nee, der ist gar nicht da. Na sowas. Ah, schau an. So. Was mir übrigens aufgefallen ist, als ich das Spiel gekauft habe, ich habe es gebraucht gekauft. Und da stand hier, das kam 2000. Ne, ich weiß gar nicht, wann es rauskam. Ich weiß gar nicht, wann es jetzt rauskam. 2000, doch. Und da schaue ich mir das so an und guck rein. Und auf dem Booklet hinten, das Geheimnis des Magiers und Bomben in Rocky Beach drauf. Und dann hier, je 49 Mark 90. Ist doch verrückt, wie 50 Mark für so ein Spiel. Und die Leute haben das ja auch wirklich ausgegeben. Das habe ich jetzt für 3 Euro gekostet, also 6 Mark quasi. Naja, das ist jetzt auch schon 13 Jahre alt, das Spiel, so gesehen.
Aber ich bin überhaupt nicht mit der Mark groß geworden. Als der Euro eingeführt wurde, war ich dann gerade 3? Nee, Quatsch, 5. 5 dürfte ich da gewesen sein. Quatsch, 3. Ich habe die Mark eigentlich überhaupt nicht mehr kennengelernt. Und vielleicht waren dann 50 Mark überhaupt nicht so viel, aber jetzt kommt mir das total viel vor. Ich weiß, es sind dann 25 Euro. Und ich meine, Sims 3 Erweiterung kosten heute auch noch 40 Euro. Na, aber das war schon, interessant. So, 50 Mark für so ein ganz einfach gebautes Spiel.